Die nächste Frage betrifft die Medien. Und zwar, welche drei Funktionen haben die Medien in einer Demokratie? Und dann, welche Massenmedien gibt es und wie unterscheidet man die? Und einfach ein paar Beispiele nennen für Massenmedien. Bei den Funktionen, wie heißen die Funktionen? Wir haben einerseits die Informationsfunktion, dann haben wir die Meinungsbildungsfunktion und wir haben die Kontrollfunktion. Was bedeutet das jetzt jeweils? Informationsfunktion ist irgendwie klar, die Medien geben Informationen für die Bürger weiter. Bedeutet aber auch, sie sollen sie nicht von der Politik instrumentalisieren lassen, sondern wirklich neutral über Fakten einfach berichten. Meinungsbildungsfunktion ist da auch dabei, also man soll eben neutral berichten und man soll nicht polarisieren. Also man soll sich jetzt nicht darauf einlassen, dass man bestimmte Parteiprogramme eben direkt weitergibt. Aber natürlich ist es immer schwierig, weil jeder Sender, jeder Journalist, jede Person, die irgendwie Interviews hält, hat natürlich auch eine persönliche Meinung, eine politische Meinung. Und sehr oft merkt man das natürlich auch in Interviews, ob jetzt eine Person eher für einen Kandidaten ist oder eher gegen einen Kandidaten, dann unterschiedlich kritisch damit natürlich umgeht. Wobei natürlich idealerweise ein Journalist oder ein Reporter auch immer kritisch ist, ganz egal, was seine eigenen politischen Präferenzen sind. Weil je kritischer, umso besser kann man natürlich dann die Ideen oder die Hintergründe von Politikern natürlich auch durchleuchten. Und das Letzte ist eben die Kontrollfunktion. Und die Kontrollfunktion versucht eben durch journalistische Arbeit Missstände aufzudecken. Das heißt, journalistische Arbeit bedeutet ja immer, ich muss Dinge beweisen können. Also ich kann nicht einfach nur Vermutungen oder Ideen einfach darlegen, also die werden schon so stimmen, sondern ich muss natürlich immer auf Quellen beziehen können und kann natürlich nur über Fakten schreiben. Also andere werden, wie man jetzt im Neudeutsch so schön sagt, werden dann quasi diese berühmten Fake News, wenn man einfach nur irgendetwas weitergibt, was man halt irgendwo gehört hat, weil auf YouTube hat jemand was behauptet und der hat so ausgeschaut, als kennt er sich da aus. Das ist natürlich keine gute journalistische Quelle, sondern man muss natürlich immer von mehreren Instanzen wirklich überprüft werden und muss man wirklich schauen, handelt es sich dabei um Fakten oder sind das einfach nur Hirngespinste von irgendeiner Person. Und dann haben wir noch die Massenmedien. Welche Massenmedien gibt es? Wir haben, also Massenmedien bedeutet einfach nur, ich kann mit einem Medium ganz viele Personen erreichen. Da gibt es die klassischen Medien natürlich, wie Fernsehen. Fernsehen kann ich natürlich über, wie kann ich zum Beispiel als Politiker im Fernsehen Personen erreichen, über diese berühmten Wahlrunden, Elefantenrunde, über diese Talks, die es gibt. Wenn man da schaut, sehr oft funktioniert es auch so, ihr habt eine Runde von Politikern, die diskutieren miteinander, aber eigentlich gehen sie überhaupt nicht auf die Fragen ein, die sie gestellt bekommen, sondern die versuchen im Endeffekt, ihr eigenes Wahlprogramm darzulegen. Denn wenn man es genau nimmt, reden sie ja gar nicht mit dem Reporter oder reden sie gar nicht mit dem Gegenkandidaten, eigentlich reden sie immer mit dem Zuseher. Weil interessant ist immer, sie versuchen den Zuseher zu überzeugen und nicht den Reporter, der gegenüber sitzt. Weil das würde ihnen, wenn sie den Reporter überzeugen, bringt ihnen das genau eine Wählerstimme. Wenn sie aber den Zuseher überzeugen, dann bringt ihnen das tausende Wählerstimmen. Daher muss man immer darauf achten, wie agieren Politiker vor der Kamera. Das ist ein ganz spannendes Thema. Radio natürlich genauso, ist jetzt vielleicht das Medium nicht mehr ganz so aktuell, aber natürlich trotzdem interessant. Radio ist halt meistens so das Medium, das so im Hintergrund läuft. Meistens hat man irgendwie das Radio eingeschalten oder im Auto, wenn man fährt. Man ist ja auch viele Stunden in der Woche im Auto. Meistens läuft da vielleicht das Radio und auch dieses Medium kann natürlich für Information genutzt werden. Und das wahrscheinlich aktuell Interessanteste ist natürlich das Internet. Also das Internet ist natürlich ein extrem mächtiges Tool. Man kann über Social Media, kann man natürlich hergehen und kann gezielt Personen adressieren und kann versuchen, dort politische Messages, Statements und so weiter darzulegen. Das ist ja ganz, diese Geschichte ist ja ganz bekannt worden über Cambridge Analytica, wo eben wirklich Facebook-Profile analysiert wurden, wo man dann geschaut hat, welche Facebook-Profile könnten dann möglicherweise Wechselwähler sein. Das heißt, die entscheiden, die sind noch sich sicher zwischen Partei A und Partei B. Und dann haben wir versucht, diese Personen dann zum Beispiel davon zu überzeugen, dass sie die Partei A wählen. Und damit hat man, wie gesagt, dann einige
einige Wahlen schon wirklich bewusst beeinflussen können. Und das ist ja dann auch Cambridge Analytica, nachdem das rausgekommen ist, wirklich massiv auf den Kopf gefallen, nachdem das aufgedeckt wurde, dass da wirklich über Social Media massiv manipuliert wurde. Aber grundsätzlich, die Wahlentscheidung selber liegt ja lustigerweise immer noch beim Kandidat, also nicht beim Kandidaten, sondern beim Wähler selber. Aber trotzdem, man darf nicht unterschätzen, wie sehr man auf die Meinungen angewiesen ist, die man sehr oft einfach auch über Social Media transportiert bekommt. Denn die wenigsten von uns gehen ja wahrscheinlich raus und recherchieren selber. Also meistens ist auch das, was wir irgendwie an Informationen bekommen, sind die Dinge, die wir heute von den Nachrichten haben, von Internetzeitungen haben, von Social Media haben, von Twitter haben. Und da kommt es dann auch wieder darauf an, welchen Personen folge ich. Und meistens folge ich natürlich nicht Personen, die auch meine persönlichen Meinungen vertreten. Und da bekomme ich dann quasi immer wieder die Bestätigung in meiner sogenannten Social Media Bubble, dass ich ja eh recht habe mit meiner Idee. Weil ich natürlich auch den Leuten zuhöre, die gleiche Idee haben wie ich. Also das ist schwierig, dann jemanden von mir etwas anderem zu überzeugen, wenn die auch andere Quellen verwenden. Okay. Und natürlich, last but not least, die Presse. Zeitungen sind natürlich auch immer wieder eine Möglichkeit, um Informationen zu bekommen, wenn halt einfach mal das Internet nicht funktioniert. Aber natürlich Zeitungen, die klassische Presse, die ist natürlich schon sehr ins Hintertreffen gelangt, weil natürlich auch viele Zeitungen auch sagen, okay, wir müssen auch verstärkt über online arbeiten, weil auch halt natürlich die Verkäufe von Zeitungen einfach massiv einbrechen. Wahrscheinlich die mächtigste Zeitung, die es so weltweit sogar gibt, ist pro Kopf Leser, also pro Bürger pro Kopf Abdeckung hat, ist im Endeffekt die Kronenzeitung, weil die decken fast ein Viertel oder Drittel des Landes ab mit ihren Leser. Und darum heißt es immer, wer quasi die Kronenzeitung auf seiner Seite hat, der hat natürlich auch ziemlich sicher eine Wahl gewonnen. Und wenn man sich die Kronenzeitung einmal gegen sich aufhetzt, dann hat man natürlich ein ganz großes Problem als Politiker, weil dann ist man ziemlich schnell auf verlorenen Posten, weil die einfach so viele Personen beeinflussen oder auch informieren können. Und wenn die natürlich dann schlecht über mich schreiben, dann purzeln natürlich auch die Wählerstimmen nach unten. Okay, soviel zu den Medien.